Marie, ein Sub? Nur für dich? Jetzt gibt's wieder was zu essen.
Müssten sie eigentlich gleich kommen. So, Boys and Girls, a beautiful good morning. Ich hoffe, ihr habt ganz toll geschlafen alle. Wir warten eigentlich noch auf jemanden gerade. Aber so wie es aussieht, ist der irgendwie noch nicht da. Oder braucht noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir halt mal kurz noch warten. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal tanken. Ciao! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine schöne Nacht und habt gut geschlafen. Lemon, einen wundervollen guten Morgen. Ronny, dir einen vielen, vielen, vielen Dank für deinen Sub im, ich weiß nicht, wievielten Monat. Und Gas! Ja! So, ich denke mal, wir werden jetzt hier gleich noch die zwei treffen. Der Bogdan, der die Tage auch bei meiner Küche mit dabei war, der kommt heute auch mit fahren. Ich weiß nicht genau, wo die hingegangen sind. Zumindest wollten die auch mitfahren. Dabei ist der Bestatter, der fährt glaube ich ganz hinten. Eins hinter mir fährt der Gabriel, ein Fahrschüler von mir. Und wir gehen jetzt als allererstes mal noch kurz tanken. Also ich war zwar tanken, aber ja, die anderen zwei müssen noch schnell tanken. Aus dem Grund lasse ich die jetzt kurz tanken und ich unterhalte euch so lang. Und stelle mich hier gemütlich in Schatten. Und dann können die tanken. Du musst auch tanken, oder? Und so lange warten wir. Also mit dabei ist auf jeden Fall der Flo. Der fährt hier vorne. Das ist der Flo und das ist der Gabriel. Die sind heute beide mit dabei. Und fahren eine Runde. Und dann kommt, wie gesagt, Bogdan noch mit. Bogdan. Und Bogdan, seine Frau, kommt noch mit heute. Ich bin vor allem gespannt, wo die bleiben. Die wollten nämlich, was der Hässliche. Der Heinrich fährt nicht mit, der muss wieder arbeiten. Und wir dürfen ihn nicht hässlicher nennen, das weißt du doch. So. Cam etwas höher. Soll ich die Cam noch höher machen? Oder reicht die Cam jetzt so? Ich meine, wenn ich fahre, dann bin ich ungefähr so. Dann müsste es ungefähr passen, hätte ich jetzt gesagt, dass ihr alles seht. Der Flo hat da tatsächlich recht. Flo meinte mal, ich soll die Kamera an die Seite machen. Aber er weiß ja, wo es herkommt. wie ist der Ton so bei euch? Ist das alles in Ordnung? Das müsste eigentlich alles passen, denke ich. Also hoffe ich zumindest mal. Ton ist gut. Toni gut. Das ist gut. Super. You're not scared you lose your phone like that? No. Das habe ich so festgemacht, das fliegt nicht weg. Ich habe das an der Seite hier mit Kabelbindern verbunden und so. Das geht nicht ab, niemals. Thank you.
Auf gar keinen Fall. Unfassbar, die Leute, ey. Eigentlich wäre es am coolsten, wenn wir uns morgens oder grundsätzlich, wenn wir uns treffen, dass wir uns immer hier treffen. Sag mal, wo bleiben die? Das gibt's doch gar nicht. Alles und jeder chillt, hey, das ist unfassbar. Dauert jetzt zum Glück gar nicht lang. Fahr mal schnell zu mir. Der Bogdan ist gerade zu mir runtergefahren. Sitzen auf einer Rennmaschine, zwei Personen. Wir warten hier. Kennt ihr den Arun noch? Den habt ihr alle schon mal gesehen, der war bei mir auch schon zu Hause im Livestream. Sein geliebter LKW. Das ist die Lieblingskarre von ihm, sage ich euch. Das Teil liebt er über alles. Ein bisschen? Wie geht's dir? Was, wieso halbwegs? Wann? Wow, aber die Karre? Nee. Und jetzt? Oh Gott. Wann kommst denn du wieder? Nimmst du die Drohne mit? Okay, ja, nee, passt. Ciao. So, jetzt haben wir es gleich geschafft.
Ladies and Gentlemen, wer ist denn aktiv alles da? Ich habe gar keine Ahnung, wer wirklich hier ist. So von euch. Hallo, mi. Limon. Das ist schön, Limon. Fabi. Ich bin da, ich bin immer hier. Yes, Lemon, that's right. You're always here. Ich, oh, der nice boy ist auch da. Ich habe jetzt 222.000 Channel Points. Holy fuck. That's a lot. Yeah, but when you're always here, Lemon, then you have a lot of points. Do him a wheelie. No. No way. Vielleicht hier der Flo, aka unser Bestatter. Den könnte man mal fragen. Da sollte man einen Wheelie machen. Hey! Alles gut? Fahren wir gleich weiter? Ja, ja. Wohin fahren wir? Hast du eine Idee? Wo fährst du mal rum? Ja, weißt du, wo man hier gescheit fahren kann ein bisschen? Bitte? Wo kann man hier ein bisschen fahren? Ja, ich kann drauf fahren, aber ich bin. Mir ist egal. Boah, ich höre dich hier drin. Du hörst mich da drin? Oh, von ihr. Also, ach, schwätzt ihr da drüber? Ja. Ja, dann. Keine Ahnung, lass uns halt mal irgendwo hinten rausfahren, Richtung, wie heißt's? Wolfschlugen da, oder so. Über die Filtern halt bissle, hätte ich gesagt. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Man muss nicht hier vorfahren. Und kannst du nicht aus? Ja, ich so Richtung Schondorf, Buch, weiß man weiter. Ja, da wird halt die Verbindung komplett beschissen sein. Dann sagst du gleich so. Ich weiß es nicht. Dann fahren wir halt hier, fahren wir halt mal Filderstadt raus. Ist doch wurscht. Irgendwo, ich habe auch keine Ahnung. Ich kenne keine Strecken hier. Ich fahre nie Motorradstrecken. Deswegen. Ich fahr doch einfach nach der Nase. Ja, also, irgendeiner fährt vor. Du fährst vor. Ich sag, ich kenne mich hier nicht aus. Ja, ich kenne mich hier auch nicht aus. Aber ich will mit der Kamera nicht vorne fahren. Das ist ziemlich dumm. Ja. Kannst mir folgen? Ja, einfach fahren. Wir fahren dir hinterher. Ja, und bis Steffen geht es. Ja, fahr. Wer hupt denn da? Ich will auch hupen. Wo ist meine Hupe? Ah, Hupe geht nicht. Gut. So Leute, Ladies and Gentlemen, kann nur besser werden auf jeden Fall. Jetzt haben wir zumindest endlich mal einen Plan, wer wo wie hinfährt, ist doch voll geil, würde ich mal sagen. Muss schon sagen, Maschinchen ist geil, also ich bin auf jeden Fall sehr in love. Und wenn das jetzt alles so funktioniert, die Verbindung da einigermaßen hält, dann bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr happy. Mein, besser kann es doch gar nicht sein, oder? Wir haben geiles Wetter. Momentan haben wir sogar eine wundervolle Internetverbindung. Ist doch voll geil. Außerdem, sein Motorrad hat einfach ein Z im Rücklicht. Guckt euch das mal an, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Mega fresh, ey. Richtig geil.
The landscape, it's dangerous, dude. Yeah, that's right. Du hast ein... Was? Ja, ich weiß. Ja. It's a beautiful day, a really beautiful day. So, wie gesagt, Leute, ich bin sehr gespannt, wie die Verbindung heute mitmacht. Heute ist der Test so ein bisschen. Wenn das einigermaßen gut klappt, alles geil. Ansonsten wird es sowas wahrscheinlich auch nicht mehr geben, weil bevor das nicht gescheit funktioniert, ist es dann halt schon echt ziemlich nervig. Aber bislang funktioniert es auf jeden Fall ganz gut. Ich meine, das Ding ist halt, er fährt mit seiner 125er, wenn wir halt normal fahren, fährt er halt die ganze Zeit an höchster Grenze, ne? So ist es halt. Ja, er fährt eine 125er da vorne. Also, er fährt eine Yamaha, eine Kawasaki Z900. Er fährt eine Aprilia 125er. Und der da vorne fährt eine Honda, irgendwas ganz Böses. Und Narrenkind, deinen Namen habe ich da auch gerade gelesen. Ein wunderschön. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, dass die Verbindung das irgendwie mitmacht. Vor allem gerade jetzt bei so Strecken hier. Wisst ihr ja selber, ist öfters mal die Verbindung komplett weg. Aber da kann ich halt, wie gesagt, dann nichts machen. Ich hoffe, damit es einigermaßen funktioniert.
Ich meine, hier ist manchmal so schlimm, dass ich noch nicht mal telefonieren kann, ne? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, aber ja, das wird schon irgendwie klappen, denke ich. Fahrwind ist herrlich, Leute, ich schwöre. Es ist so, so schön einfach. Hallo, meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Ah, das sieht schon geil aus, das Moped von ihm, gell? Ja, okay, ich meine, wenn Verbindung weg war, ist nicht schlimm. Verbindung darf ja weggehen, die muss nur wiederkommen. Dann haben wir alles richtig gemacht, zumindest hat die GoPro dann alles richtig gemacht. Nee, Heinrich ist nicht dabei. Die Frage kam aber schon mal. Ich weiß gar nicht, was er macht, ehrlich gesagt. Aber Heinrich ist nicht dabei, nee. Aber auch Heinrich wird mit Sicherheit mal mitfahren mit uns.
Ja, ich denke auch, Narrenkind, dass der mal mitfährt. Das Bremslicht von dir sieht so geil aus. Mit diesem Z. Ey, es ist einfach so hart entspannt, Mann. Krasser Scheiß. Willst du nach Balde hoch oder wie? Balde hoch oder wohin willst du? Ja, hoch. Ha? Ja, ich hoffe, das Internet macht damit. Ich hoffe, das Internet macht damit. Wir probieren es einfach. Gehör?
Also er fährt eine Honda CBR auf jeden Fall, habe ich jetzt gerade gesehen, was für eine weiß ich gar nicht. Und wie gesagt, der Ding vorne fährt eine 125er Aprilia, dann er fährt eine Kawasaki Z900 und das ist eine Yamaha MT-07. Hast du auch eine Eco-Anzeige? So geil. Ja, ohne Witz. So, jetzt wird's richtig spannend, Leute. Da, wo wir jetzt hinfahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Internet noch da ist, null. Also glaube ich wirklich nicht. Aber wir probieren das einfach. Wenn die Verbindung weg ist, müsst ihr halt ein bisschen warten. Dann kriegen wir das später wieder hin. Aber oben wird es einfach keine Internetverbindung haben. Ziemlich safe. Du folgst jetzt dem Chaos und das finde ich geil. Hallo meine lieben Freunde,
Ja, wir haben ein Problem. Das sind. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost.
Hallo meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Das Internet. Ja, das ist weg. Doch ihr müsst einfach nur kurz warten. Dann ist der Fabi wieder da. Oh ja, ja. Das geht gleich weiter, Leute. Hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Internet in Deutschland ist nicht so vermummt. Du folgtest dem Chaos und das finde ich geil. Hallo meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Das Internet. Ja, das ist weg. Doch ihr müsst einfach nur kurz warten. Dann ist der Fabi wieder da. Oh ja, ja. Das geht gleich weiter, Leute. Hey, ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermummt. Hallo meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Das Internet. Ja, das ist weg. Doch ihr müsst einfach nur kurz warten. Dann ist der Fabi wieder da. Oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermummt. Hallo meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Das Internet. Ja, das ist weg. Doch ihr müsst einfach nur kurz warten. Dann ist der Fabi wieder da. Oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermummt. Hallo meine lieben, lieben Freunde. Ja, wir haben ein Problem. Das Internet. Ja, das ist weg.
Doch ihr müsst einfach nur kurz warten. Dann ist der Fabi wieder da. Oh ja, ja. Es geht gleich weiter, Leute, hey. Das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Gleich weiter, Leute, hey, das ist ja kein Problem. Jetzt wartet halt, dann geht es auch schon los. Das Internet in Deutschland ist nicht so vermoost. Hallo meine lieben, lieben Freunde, ja wir haben ein Problem, das Internet, ja das ist weg, doch ihr müsst einfach nur kurz warten, dann ist der Fabi wieder da, oh ja, ja. Weiter, Leute. Es macht es nicht so Bock, Autobahn mit den Dingern. Aber. Ja, mit dem, ja. Schöne Maschine. Also, der Geschmack. Also, ja, keine Ahnung. 120 macht schon noch Spaß und so, aber damit. Und. Aber ab 140, 150 ist der Wind so stark, da kann ich einen Folge schön reinlegen. Dann kommt auf dem Hinterrad. Der von mir aus. Boah, vielleicht sehen wir einen da reinhaut, Fall. Ich arbeite ja, mit. Ich fänd's auch geil. Nein. Ich feier das so. Ich guck den da runter, dann kann er da auf den Kompost kurz hingehen. Verpiss dich. Ja, hier ist kein guter Platz. Ich hab verstanden, was ich jetzt sage. Thank you.
sag mal, ich hab. Ja, ich sag mal, keine Ahnung. Also ich hab eine Stunde gefahren. Kannst du mal das Maul halten? Ja, ich denke gerade so, was labert in dem Helm da drin? Ja? Geh mal weg. Das ist euch nicht warm. Doch, uns ist sehr warm, Leute. Deswegen stehen wir hier auch so gemütlich rum, weil es uns so warm ist. Stell dir mal vor, da ist hinten eine drauf. Du hast so Kommunikation, da hörst du nur. Nicht so schnell! Auch langsamer! Nicht so in die Kurve! Ich will ja nicht da hinten runter kippen und weiterfahren. So, Ladies and Problems, ich höre euch wieder. Und wir haben auch Verbindung. Das Problem ist, ich kann euch nicht versprechen, wie lange das Internet hier oben hält. Aber ich hoffe, es funktioniert noch. Wir fahren jetzt mal weiter runter und wir müssen schnell losfahren, weil ich verreck nämlich gleich. Kannst du dich mal schneller anziehen, ey? Hopp! So, bereit? Ready? Sie können? Fahr? Oh, Luft!
geil, du! Ich bin echt gespannt, wie gut die Internetverbindung jetzt hält, Leute. Aber es ist natürlich schon sehr nervig, wenn das abbricht. Das Ding ist halt einfach, ich kann, sobald die Verbindung weg ist, ich kann auf dem Motorrad die Verbindung nicht wiederherstellen. Das geht leider nicht. Aber ich hoffe, es geht euch trotzdem allen gut. Und ja, jetzt schauen wir halt mal, wie lange das noch so geht. Ich meine, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Ort. Ich denke, da müsste die Internetverbindung auf jeden Fall besser sein. Und dann schauen wir mal. Das ist halt, sobald wir durch die Weinberge hier fahren und so, wenn es halt keine Verbindung gibt, dann ist klar, dann geht da halt nicht mehr arg viel, ne? Oh, nicht. Ja, Hanni, da musst du Beans auf jeden Fall holen, wenn du Beans, keine Beans hast sonst. Oh Leute, mir tut so mein Arsch weh, Alter, das glaubt ihr nicht. Keine Ahnung, wie ich das nebenher mit meinem Arsch machen soll. Ey, mir tut so der Po weh. Es ist so langsam hier, ey. Krasser Scheiß. So. Nee, ich lese den Chat nicht während der Fahrt. Grüße aus Leonberg. Ich würde die Kamera vom Winkel vielleicht ein Stück höher nehmen. Dann sieht man mehr Landschaft. Okay. Und weg ist er. Ich habe nur Twitch, nur wegen dir. Doch nicht. Ja, ich weiß. Geil, Leute. So ein Wetter ist der absolute Wahnsinn. Bisschen kühler könnte es sein. Ja, wir haben jetzt 29 Grad. Das ist schon heiß, oder? Alter, krass, guckt mal links. Also ihr könnt nicht links schauen, aber ich kann es euch zeigen. Da müssen wir hin, Leute. Da müssen wir hin.
Wie viele Leute sind denn momentan so da? Schreibt mal die Leute, die bitte wirklich aktiv hier sind. Was war denn dem sein Problem? Also ich muss sagen, ich habe die Tage jetzt immer wieder mal meinen Livestream angeguckt, gerade auch vom Motorradfahren und das, was ich hochgeladen habe, und ich bin sehr überrascht gewesen, wie gut dieses Mikro hier innen drin performt, weil ich habe das ja im Prinzip direkt vom Mund, und dadurch, dass das geschlossen ist, ist es dann so ein bisschen geschlossenes System auch, aber wow, das ergibt voll viel Sinn, was ich gerade gesagt habe. Also ich meine natürlich, dadurch, dass das geschlossen ist, ist der Klang wirklich sehr gut. Genau, die Frau macht fein schwäbische Kehrwoche, so gehört sich das. Schwäbische Kehrwoche! So, irgendjemand hat geschrieben, wo wir heizen. Also wahrscheinlich, wo wir rumfahren, meint ihr, oder? Wir fahren gerade... Also wir waren in Städten oben. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau hinfahren. Ah, die war gut drauf. Ganz verliebt den Flo angucken. Der Flo sich. Ich meine, am wichtigsten finde ich eigentlich, dass die Verbindung hebt. Solange die Verbindung einigermaßen hält, bin ich echt glücklich. Ich meine, wir haben jetzt einen Abbruch gehabt und den habe ich vorausgesagt, weil natürlich klar ist, da oben ist einfach keine Verbindung. Das ist so, willst du machen. Aber ansonsten ist es bis jetzt eigentlich ziemlich geil. Thank you.
Gott, ist das geil, Alter. Wo ist denn der kleine Mann? Oh, da ist der kleine Mann. Ja gut, der hat jetzt halt hier natürlich gar keine Chance, wenn wir Gas geben, ne? Das ist auch klar. Aber ich sag mal, die Verbindung tut auf jeden Fall. Ich bin vor allem mega überrascht, wenn ich jetzt durch so unterschiedliche Dinger fahre. Ich bin mega überrascht, oder was heißt überrascht? Ich bin gespannt darauf, ob die Verbindung jetzt immer wieder einen Abbruch hat oder ob das wirklich auch Verbindung bleibt. Weil eigentlich ist es natürlich echt scheiße, so durch Tunnel und sowas. Das ist halt immer kacke mit der Verbindung. Aber ich freue mich. Also wenn das einigermaßen hebt, ich meine so grundsätzlich, ich habe zwar kein Motorrad, kein eigenes, aber ich glaube, das kann man schon öfter mal machen. Ich meine, das ist, glaube ich, zum Zugucken ganz cool. Da macht es Spaß. Und es ist nicht ganz so langweilig. Deswegen würde ich mal sagen, kann man das mit Sicherheit mal öfter machen. Also echt top. Zeigt an, wir fahren gerade im Eco, also wir fahren gerade sehr spritsparend. Economy. Ich glaube, er meint, dass wir mal Go-Kart fahren gehen können. Alter, das könnte man halt auch mal geil streamen, ne? Alles frei. Also B10 fahren ist voll geil, aber du kannst halt nichts machen beim B10 fahren. Es ist halt einfach nur geradeaus, was anderes gibt es halt nicht. Thank you.
geil, wenn das mal blitzen würde. Ein Vogel, habt ihr den gesehen? Da lag ein toter Vogel. Ich bin so nett, ich winke immer allen Leuten, aber mir winkt keiner. Wir fahren wieder an der Tankstelle. Können wir machen? Musst du tanken? Tanken? Was? Musst du tanken? Ich verstehe dich gerade. Ob du tanken musst? Nein, nein, aber du willst ja irgendwann Schluss machen. Ja, dann fahren wir hoch wieder, oder wie? Ja, zu dir. Ja, können wir machen. Ich hab noch ein Eis draußen, trinken wir einen Kaffee noch. Ja, Kaffee. Ja. So. Kompletten Tunnel da, okay, das ist geil. Ja, witzig, gell? Und dann auf der B10 gerade eben war die Verbindung, glaube ich, kurz weg. Also das ist schon so eine Sache, die ich irgendwie nicht verstehe, warum die Verbindung manchmal richtig geil ist und manchmal so richtig kacke. Also ich verstehe es einfach nicht. Aber ja, was will man machen? Guck mal, perfekt im toten Winkel von ihm. So geil, ey! So geil! Mach langsam, warte, warte. Da kommt eine ganz lange Kurve. Das ist so geil. So geil.
liebe dieses Z einfach. Guck euch an, wie geil da ein Z im Bremslicht drin ist. Also ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber es ist einfach geil, weil es halt eine Kawasaki Z ist. Und einfach ein Z hinten reinzumachen, Leute, wie krass ist das denn, Mann? Einfach Sneak. Das ist geil. Marita, ein wunderschön. Ja, Patrick, die ganzen. Die gehen bestimmt auch mit. Ich denke wegen Mastwechsel. Ja, das Problem ist halt. Ha? Ja. Kann man mal machen. Aber nicht er. Nee. Aber ist auch Leasing. Na, alles klar bei dir, auf jeden Fall. Schönen Samstag. Hallöchen, Timo. Ja, mir geht's sehr gut. Ich spiele heute Mittag oder heute Abend sind wir auf einer Hochzeit. Und ich habe aber unbedingt Bock gehabt, eine Runde Moped zu fahren, Alter. Die klingt so geil, die Maschine. Fuck. Und dann habe ich gefragt, ob ein paar Leute Bock haben und der Flo, aka, das ist ja der Bestatter, der fährt auch. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann gehen wir mal eine Runde fahren zusammen. Und jetzt habe ich habe selber kein Motorrad und habe nur vom Kumpel eine 125er. Und ich meine, ja, 125 im Vergleich zu dem Ding ist natürlich was ganz anderes. So. Wir standen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr gesehen, wie wir standen? Wundervoll standen wir. Und ja, wie gesagt, jetzt müssen wir halt auf jeden Fall mal gucken, ob wir sowas öfters machen, weil es macht halt schon Bock. Rum, rum, rum. Das ist deine Lieblingsstraße hier. Hier hat Schlaglöcher as fuck, hey, hier bist du nur am Rumhoppeln. Wie sie winkt, Alter, ich feiere das so hart. Oho! So. Der schöne Reifen, ey.
Ja, das stimmt. Ich muss mein Audi verkaufen, Motorrad kaufen, damit mehr Frauen mir zuwinken. Ja, das stimmt. Ja, das ist die Z900 von ihm, genau. Ich feiere halt das Bremslicht. Das ist halt so geil, Alter. Das ist so ein ganz kleines Detail, aber einfach dieses Z da hinten drin, das sieht halt auch einfach fett aus. Kannst du sagen, was du willst? Das ist halt einfach fett. Macht halt ein 125er nicht mit, das ist halt klar. Hat er wieder aufgeholt, ey. Heidenei. Hier ist gerade Baustelle, heißt, das ist im Prinzip alles komplett gesperrt, geht nur in eine Richtung. Das ist natürlich schon ziemlich cool, aber ich bin tatsächlich sehr hyped, damit es so gut funktioniert. Auf jeden Fall mal mega gespannt, wie die Quali war vom Stream. Ich werde mir die auch gleich mal angucken. Ja, aber es ist schon warm. So 1,5 Stunden ist ganz geil gewesen jetzt, aber es ist schon warm. Hey, leck mich am Arsch.
So, komm vorbei, nur Eis essen. Wir tun bei mir jetzt gleich Eis essen. So, Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Macht's gut und wir werden uns auf jeden Fall die Tage wiedersehen. Heute nicht mehr, ich bin heute verplant. Wenn ihr wissen wollt, was so geht bei mir, schaut einfach auf Insta vorbei, für die Leute, die neu da sind. Ansonsten vielen Dank für eure Follows. Macht's